Sie hatte lange auf sich warten lassen. Nun zeigt die Sonne zum ersten Mal in diesem Jahr ihre frühlingshafte Kraft und sorgt hier und da für gute Laune. Und prompt wird jeder Moment im Freien genutzt, auch auf der Sachsenbrücke im Clara Zetkin Park. Die Sonne tanken, die Wärme, alle sind gleich viel besser gelaunt. Es macht einfach Spaß, aufzustehen. Und man weiß, man hat einen tollen Tag. Meteorologisch ist der Frühling zwar schon da, zu sehen ist von ihm aber noch nicht so viel. Graue Wiesen und triste Blumenbeete, das soll sich bald ändern. Im kleinen Ort Zitschen, 26 Kilometer von der Innenstadt entfernt, wachsen bereits 600.000 Stiefmütterchen. Ein Teil davon landet dann auch in Leipzig. Also an die Stadt gehen um die 15.000 Stiefmütterchen in Erdpresstöpfen. Und ja, zu der Zusammenarbeit kam es, da wir die Sommerbepflanzung schon machen seit vielen Jahren und da bei einer Ausschreibung mitgemacht haben für die Frühjahrsbepflanzung. In 3 Wochen werden die Frühlingsblumen dann nach Leipzig gebracht und eingepflanzt. Darauf freut sich nicht nur die Gärtnerei. Es ist ja so, dass die Stiefmütterchen schon im September gesät werden. Also die Gärtnerei steht über den Winter voll mit Stiefmütterchen. Und ja, jetzt wird es halt Zeit, dass schönes Wetter ist, dass die Stiefmütterchen rausgehen. Und das ist zumindest in diesen Tagen der Fall. Der Schnee verschwindet erstmal, auch aus den letzten Ecken. Und die Vorzüge vom Frühling liegen klar auf der Hand. Die ersten Sonnenstrahlen, die erste Wärme wieder zu genießen. Ja. Und dass es halt langsam wieder Richtung Frühling bzw. Richtung Sommer geht, das freut einen. Und wieder aus diesem tristen Winter rauszukommen. Ja.